Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz brandneuen Gameplay-Video, und zwar von World of Subways Volume 3. Ich habe ja gesagt einmal, oder besser gesagt am Anfang des Jahres habe ich mal gesagt, oder angedeutet, dass ich mal so ein paar Videos machen werde von World of Subways, und das jetzt ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Und erst gestern ist mir das wieder eingefallen, ja, da war da irgendwas mit World of Subways. Und da habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das mal. Und zwar fange ich heute jetzt mal erstmal an. Ich will heute euch mal ein kleines Tutorial zeigen, wie die Steuerung so einigermaßen läuft, wie man den Zug hier steuert. Ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es losgeht, deswegen müssen wir erstmal den Zug vorbereiten. Und dann, was machen wir als erstes? Genau, wir sprinten jetzt sozusagen nach hinten, um die Rücklichter anzumachen. Hier ist unser Gegenzug, unser Kollege, und wir sprinten. Also mit der Umschalt WASD läuft man, und mit der Shift gedrückt hält, dann sprintet man also nach hinten. Wir sprinten jetzt also. Ganz anstrengend. So, jetzt sind wir hier. Gucken wir uns mal den Zug von hinten kurz an. Schön aus. Fenster sind ein bisschen beschlagen. Aber na gut, das stört keinen. So, wie kommt man jetzt am besten hier? Ganz klar. Jetzt seht ihr hier diese Tür öffnen, Tür schließen. Jetzt geht man mit der linken Maustaste drauf und dann öffnet sich wie von Zauberhand die Tür. Wusch. Einfach so. So unglaublich, ne? Damit hätte man niemals gerechnet. So. Dann drückt man einmal C, um sich hier hinzusetzen. Aber wir wollen ja nicht hinsetzen, wir wollen ja nur die Lichter anmachen. Also hält man ja die Shift-Taste gedrückt und dann die Maustaste hier mit der linken wieder hier rüber. Und dann immer noch gedrückt halten natürlich, das springt man natürlich wieder zurück. Das wollen wir nicht. Mit der linken Maustaste kann man jetzt hier Rücklichter 1 und 2 anmachen. Dann drückt man wieder C und dann steigt man hier wieder aus. Jetzt können wir die Tür wieder schließen. Ja, und dann sieht man hier. Ah, die Lichter sind an, genau. Gut. Jetzt sprinten wir also wieder zurück. Ganz schnell. Wahrscheinlich der Fahrer muss ja irgendwann auch aus der Puste sein. So oft wie er sprintet hier hin und her und hin und zurück. Über langsam. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen jetzt jedenfalls nach vorne noch. Alles einstellen, die Tür noch irgendwann mal aufmachen. Ne? Schließlich wollen die Leute irgendwann mal ansteigen. Einsteigen. Wie man da hinten sieht, stehen da irgendwelche Leute, glaube ich. War das da, welche mal? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall stehen da, glaube ich, mal welche. Oder ich vermute es mal. Egal. Wir müssen jetzt also einsteigen hier. Ist sowieso gerade rot. Da vor uns gerade unser Kollege gefahren. Hier ist alles relativ eng. Gleich wird es wieder grün, aber wir haben eh noch Zeit. Egal. Also jetzt wieder mit der linken hier rauf. Einsteigen. So, jetzt können wir schon mal die Tab-Taste drücken. Mit der Pfeiltaste nach vorne. Damit nämlich Energie. Also nicht Energie, sondern der Motor sozusagen. Hier ganz elektrisch eingeschaltet. So, da gehen wir bei der linken Maustaste hier rüber. Jetzt natürlich keine Rücklichter anmachen, weil wir haben ja schon welche hinten. Wir fahren jetzt vorne. Also Lüfter an. Scheinwerfer. Armaturenbeleuchtung, Zielzeiger an, Licht, Führerstandslicht, und jetzt können wir hier nochmal einstellen, ob wir es ganz aus haben wollen, halb an, wie auch immer. Hier, jetzt können wir das Licht da testen, alles funktioniert wunderbar, und jetzt können wir hier wieder, Heizung wollen die Leute natürlich haben, und Licht, ne, wenn unsere Fahrgäste sollen hier schlecht im Dunkeln sitzen, ne. So, nachdem wir das alles geschafft haben, geht es natürlich noch weiter. Bevor wir aber jetzt noch die Ansagen einstellen. Die sind ein bisschen komplizierter. Bevor wir das aber machen, muss ich erstmal gucken, wann wir losfahren. Dann gehen wir hier auf die Nummer-Tastatur 2 oder 3, können wir klicken, drücken, wie auch immer. Und dann sieht man schon hier Streckenmonitor und Stationsmonitor. Die beiden braucht man eigentlich, also ich jedenfalls brauche die für die aktuelle Geschwindigkeit, Uhrzeit, sieht man hier, und die natürlich, wo wir hinfahren. Ihr seht, wir haben noch 2 Minuten, dann würde ich mir langsam auch beeilen. Ach, können wir auch eigentlich anlassen erstmal. Und zwar müssen wir jetzt noch die Ansagen programmieren. Dann gehen wir hier dazu gehen wir hier auf Programm. Dann wählt man hier aus. Also jetzt für die Strecke wählt man, habe ich jetzt, muss man hier Circle Line Outer Way nehmen. Also es ist immer unterschiedlich. Ich habe am Anfang extrem viel Probleme damit gehabt mit den Ansagen. Aber die fehlerhaft war das und das und hier. Also ganz schlimm. Müsste man selber lernen, das kommt dann irgendwann, kriegt man es dann auch hin. Ich habe jetzt immer noch Probleme damit. Gut, ich habe das Spiel erst seit Weihnachten, aber es ist ja egal. So, nachdem wir, also muss jetzt Auto reden, hier geht man auf Enter, dann wählt man hier die Startstation aus. Wir sind jetzt hier im Menschenhaus, also müssen wir auch Menschenhaus auswählen. So, Menschenhaus, ja, sind wir schon einmal, und jetzt auf Enter. Jetzt müssen wir noch den Endbahnhof wählen. So, das dauert. Da
Dauert. Wo müssen wir hin? Paddington Circle. Es gibt hier nämlich mehrere Stationen mit Paddington auf der Anzeige, aber wir müssen natürlich Paddington Circle nehmen, weil es da auch auf unser Fahrplan steht. Das ist natürlich besser. Denke ich. Also würden wahrscheinlich auch völlig falsche Ansagen kommen. So, jetzt haben wir hier Paddington Circle und da kommt unser Kollege. Jetzt gehen wir wieder auf Enter. Ja, einmal nochmal auf Enter, damit alles gestartet wird. Ja, und jetzt ist eingeschaltet. Oh, die Türen fehlen. Das müssen wir natürlich noch nachholen. Dazu drücken wir F5. So. Ihr habt schon gehört, jetzt geht's wieder. Das wird immer, diese Ansage wird immer abgespielt, wenn wir an irgendeine Station ankommen. Er sagt ihr immer, wo Umsteigemöglichkeiten und ja, wo wir hinfahren und so weiter. Ja, wir gucken jetzt mal auf die Uhrzeit und wir müssen losfahren schon. Also jetzt nur zur Information jetzt hier. Die Steuerung, mit der Steuerungstaste kann man hier immer rauskommen. Es kommt drauf an, jetzt mit der linken Steuerungstaste kann man nach links und dann rechts für die andere Tür. So. Nun aber genug geredet, jetzt müssen wir langsam vorbereiten, noch die Richtungsschalter einstellen, dann müssen wir Bild nach oben. Und dann müssen wir auf diese Stellung immer gehen, ja, damit wir auch vorwärts fahren. Ich habe oft extrem viele Probleme gehabt damit, immer, naja, ich bin meistens immer rückwärts gefahren, weil ich immer falsche Einstellungen gemacht habe. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Immer rückwärts, und aber Gott sei Dank fast einmal gegen Prellbock gefahren da hinten. Ja, das war auch schlimm, aber Gott sei Dank nichts passiert. War halb so wild. Naja, gut, okay, wir müssen jetzt aber langsam losfahren. Dann müssen wir jetzt erstmal hier die 1 drücken, damit die Leute wissen, wir fahren los. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Leute gerade eingestiegen sind, aber ist doch egal, dann fahren wir eben leer weiter. So, dann drücken wir einmal F5, dann fahren wir los. So, Türen schließen, F7 ist für die hier, für unsere Tür. Jetzt müssen wir ganz nach vorne. Jetzt mit den Pfeiltasten natürlich, jetzt lösen sich die Bremsen. Und dann bewegt sich der Zug ganz langsam in Richtung da. Ihr merkt schon, jetzt bewegt er sich. Oh Gott, er bewegt sich. Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Gut, wir müssen den Zug natürlich steuern, ne? Ist logisch, ne? So, jetzt fahren wir also los. Pfeiltast wird eben gesteuert, immer in die verschiedenen Richtungen. Also die Grafik finde ich ganz in Ordnung, wie ihr hier schon seht. Ich habe jetzt, wie ihr schon merkt, werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt merken im Video, dass ich jetzt immer habe. Ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen, weil ich das immer vergessen habe, Vollbild aufzunehmen, also 1280x720. Deswegen würde ich das jetzt auch mal durchziehen. Das wollte ich immer am Anfang machen, wo ich schon Videos machen wollte, aber irgendwie habe ich das immer nicht vergessen. Und jetzt will ich es endlich mal durchziehen, also jetzt immer in Vollbild, außer Omsi natürlich, das ist schwer zu einstellen. So, ihr seht schon, der nächste Bahnhof hier ist gesperrt, also geschlossen, dann müssen wir hier einfach mal aufklicken und dann wird einfach übersprungen die nächste. So. Ihr seht schon, der Bahnhof ist geschlossen hier, was auch immer hier ist. Warum regnet es jetzt? Ich weiß auch nicht, warum es jetzt regnet, ist egal. Einmal hier die Schaltwäsche anschmeißen, dann vielleicht ist das Dach undicht, ich weiß ja nicht, was es jetzt gerade sollte, dass irgendwie jetzt hier Regen angeht. Aber typisch Engländer, ne? Immer alles undicht haben, bloß nicht die Tunnel reparieren. Ist schlimm soweit. So, ihr merkt schon, hier ist nämlich nicht km/h, sondern Meilen pro Stunde. Da muss man sich auch immer dran gewöhnen. Obwohl es eigentlich scheißegal ist, weil wir fahren einfach. Einfach fahren. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt diese eine Station, also bis zu Tempel, wie auch immer die Station jetzt heißt. Und dann würde ich auch langsam Schluss machen, weil es soll eben nur ein kleines Tutorial sein. In den nächsten Videos, dann werde ich dann wirklich mehr Strecken fahren. Das soll jetzt nur so eine Art kleine Einführung gewesen sein. Ja. Jetzt halten wir erstmal hier, also ganz normal Pfeiltasten, wie bereits gesagt, schön halten und immer perfekt halten, weil finde ich perfekt, aber am Ende der Auswertung, das werdet ihr heute noch nicht sehen, sind immer Abzüge und dann fehlt es, obwohl ich noch nicht einmal 100% geschafft habe. Fragt mich nicht warum, irgendwas hat immer gefehlt. Aber na gut.
Jetzt steigen welche ein. Ist unglaublich, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob irgendwelche Leute eingestiegen sind. Egal. Bevor wir Schluss machen, möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar kann man hier nämlich noch die Türen aufmachen. Hier zum Beispiel, auch mit der linken Maustaste. Und da kann man hier vorbeirennen und einfach durchsprinten, wie immer. Unser Fahrer muss ja immer sportlich im Sport bleiben. Also, ja, ich wollte jetzt eigentlich... Was bringt mir das, die hintere Tür aufzumachen, wenn ich hier nicht mehr reinkommen kann? So, jetzt ist es. Ja, tut auch gut. Warte doch mal, nein. Ja, jetzt haben wir uns irgendwie eingeschlossen. Auch lustig. Jetzt können wir durch. Auch lustig, das passiert mir auch sehr oft, dass man sich irgendwie einschließt hier oder ja, man macht die hintere Tür auf, aber na gut. Das wollte ich auf jeden Fall euch auf jeden Fall noch zeigen. Und mal König kann man noch mit KI-Zügen fahren. Würde ich jetzt gerne machen, aber leider ist hier kein Zug in der Nähe. Aber na gut, das können wir beim nächsten Mal auch noch zeigen. Ich hoffe, euch hat das kleine erste Tutorial was ich vergessen habe, die Zielanzeige zu ändern. Das kann man nämlich ganz einfach hier mit der Kurbel machen, das habe ich ganz vergessen. Ist ja egal, jetzt wisst ihr das. Also, das ist unser Kollege und ich würde sagen, hier kann man das Tunnel nicht dran machen. Aber egal jetzt. Jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss jetzt hier. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial von World of Subways von den drei gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr es, was soll ich für schöne Strecken fahren, was wollt ihr hören, was soll ich noch erklären, irgendwas. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vergesst mich nicht zu abonnieren, ne? Ich freue mich immer gerne über neue Abonnenten, man kann ja nie genug davon haben. Aber egal jetzt. Ich sag tschüss und ich sag, ja, tschüss, euer Play 1903.